So, hallihallo zusammen. Ja, wir sind immer noch in diesem, wie würde ich mal sagen, Hotel. Ja, haben jetzt zweimal wieder diesen Rubik-Verschnitt getroffen. Der aber recht leicht zu besiegen ist, finde ich. Der macht dann wieder seinen Schreien und kommt wieder diese Arme auf einen zu, aber wenn man ihn dann trifft, dann ist er ruhig. Auch von daher kann man sich gegen den relativ gut wehren. Ich gucke gerade noch, ob ich alles mit habe. Da denkt man, man würde was Nettes bekommen, kriegt aber gar nichts. Dann gehen wir mal Glatsch runter. Ja, das wird uns auch noch heute passieren. Garantiert. Der wird uns gleich wieder so auf den Zeiger gehen. Das klingt, als wäre er ganz nah. Na, wo ist er? Oh! Hey, Frage beantwortet. Ach, hier wollte ich vorhin hin. Ach, Kumpel. Da bin ich immer so unhöflich mir gegenüber. Verzieh dich. Naja, das war schon mal die erste Runde. Okay, da hilft nur eins. One boy, one. Da haben wir ja beides mitbekommen. Den Tod und dann noch den Säuretod. Ach, du bist sowas von... nervig. Naja. Somit wissen wir auf jeden Fall... eigentlich, dass ich gar nicht kämpfen muss. Bringt ja sowieso nichts. Der kommt ja wieder. Aber. Wie viel haben wir? 13.
Dann würde ich doch mal den probieren. Hi. Wie geht's? Okay. An die Falle habe ich gar nicht mehr gedacht. So. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Haben wir nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Mach, 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 mach. Nein! Na toll. So, schauen wir mal. Klingt wie, als wäre er neben uns, ne? Hm, hier ist der Rat, was am machen. Okay, schon mal ganz gut. Er bringt gerade irgendwie was weg. Und Ohren offen halten. Nicht, dass er gleich wiederkommt. Schaut gut aus. Gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Ich schleiche es trotzdem mal ein bisschen weiter. Kidman!
Bist du da drin? Ja, wo können wir denn jetzt hier rein? Sollte wohl besser runterklettern. Ja, gut gesagt. Ach, da. Immer alles im Auge haben. Ach, supi. Ach, er wieder. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Detective Castellanos. Okay. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Das stimmt. Du bist sehr vertrauenswürdig. Ja. 32.000. Haben wir ja richtig gut gesammelt wieder. Oh, ey, wer die Wahl hat, hat die Qual. Mit der Qual hat man die Wahl, ne? Am meisten nehmen wir ja die Pistole. So, haben wir ja noch ein bisschen. Auch noch mit knapp 3000 über. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Päuschen. Schauen wir mal in der nächsten Folge, was Bulwik noch auf sich so nimmt und für Ideen noch für uns hat. Vielleicht kommen wir ja dem Wächter nicht in die Quere. Also bis jetzt klappte es ja ganz gut. Genau. Revolver kontrollieren. Abo kontrollieren. Bis demnächst.